Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Wer kennt's nicht, man steht vor einem bekannten Motiv, was man schon geschätzte 100.000 Mal abgelichtet hat und man denkt sich, irgendwie muss ich da jetzt was Besonderes draus machen, was es so noch nicht gegeben hat. Also ich versuche was Neues zu schaffen. Nur die große Frage, wie schafft man das? Einerseits kann man das durch extravagante Blickwinkel erreichen oder indem man außergewöhnliche exogene Bedingungen wie das Wetter oder das Licht bzw. an die Tageszeiten irgendwie ausnutzt. Andererseits kann man natürlich aussagekräftige Bildausschnitte oder Detailaufnahmen von dem Motiv fotografieren. Andererseits steht uns Photoshoppler natürlich auch noch die Möglichkeit der digitalen Bildnachbearbeitung zur Verfügung. Das heißt, wir können mit Hilfe von Bearbeitungstechniken aus einem Standardmotiv ein relativ interessantes bzw. neues Bild schaffen. Und genau das möchte ich euch heute in einem kleinen Workflow zu diesem Bild hier zeigen. Hier handelt es sich dabei um einen Bildausschnitt des Brandenburger Tors und wir wollen dann in unserem Workflow zu diesem Endresultat hier kommen. So, um nun diverse Voreinstellungen zu machen, werden wir unser Bild zunächst in das Camera Raw Einstellungsfenster hineinladen. Das machen wir über Photoshop, indem wir auf Datei, nicht auf Öffnen, sondern auf Öffnen als klicken, wählen als Dateityp Camera Raw aus und klicken dann anschließend auf unser Ausgangsbild, welches wir geladen haben wollen. Und das Bild wird nicht direkt in Photoshop hineingeladen, sondern zunächst in unser Voreinstellungs-Camera Raw Fenster. Das erste, was wir hier tun werden, ist unser Bild ausrichten. Das machen wir mit dem gerade ausrichten Werkzeug und das funktioniert so, dass wir einfach eine Linie an der Kante entlang ziehen, an der wir das ganze Bild ausrichten wollen. Das heißt, hier nehmen wir diese Linie, die anschließend parallel zur unteren Bildkante verlaufen soll, bestätigen das dann mit Enter und das Bild wird dementsprechend ausgerichtet. Anschließend gehen wir hier in unsere diversen Einstellungsregler und hier wählen wir für Fülllicht den Wert 15, für den Schwarzwert 29, um das Bild etwas abzudunkeln und noch mehr Kontrast hinzuzufügen. Bei dem Kontrast wählen wir den Wert 41, bei der Klarheit 48, um den Mitteltonwertkontrast etwas zu erhöhen. Diese Werte sind keine Standardwerte, sondern müssen spezifisch nach Bild angepasst werden. Anschließend werden wir einen kleinen Verlaufsfilter bzw. einen Verlaufsfilter in den Himmel legen mit unserem Verlaufsfilterwerkzeug, um die Wolkenstruktur etwas zurückzubringen. Das machen wir mit den Werten -1,35 bei der Belichtung, Helligkeit -40, Kontrast +62, Sättigung drehen wir ganz runter, weil wir im Himmel so wenig Farbe haben wollen wie möglich, bzw. keine Blautöne zumindest. Und die Klarheit drehen wir auf +75 und dann ziehen wir einfach mit gedrückter linker Maustaste unseren Verlauf über das Bild. So, das hätten wir schon mal und um jetzt wieder in die anderen Einstellungen zu kommen, gehen wir hier einfach um unser Handwerkzeug und schon sehen wir, dass sich hier wieder die anderen Optionen auftun. Zu guter Letzt werden wir nun in diesem Camera Raw Einstellungsfenster noch eine kleine Objektivvignettierung hinzufügen. Das machen wir unter Objektivkorrekturen und geben dafür bei der Objektivvignettierung hier im unteren Menübereich die Werte -55 ein, sodass die Kanten bzw. die Ecken etwas eingedunkelt werden und den Mittenwert lassen wir einfach auf 50. Wenn wir nun mit den Voreinstellungen zufrieden sind, klicken wir anschließend auf Bild öffnen, um das Bild in Photoshop hineinzuladen. In Photoshop angekommen, werden wir nun direkt erstmal eine Methode anwenden, eine bewährte Methode, um die Dramatik des Bildes zu erhöhen. Dafür werden wir zunächst unsere Ausgangsebene zweimal duplizieren. Das machen wir mit dem Shortcut STRGJ oder Steuerung J, wie es viele auch gerne nennen mögen. Anschließend werden wir die obere Ebene invertieren mit dem Shortcut STRGI und gehen dann auf den Ebenenmodus strahlendes Licht. Danach gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Matter machen und wählen hier die Werte für den Radius 8 Pixel und den Schwellenwert 223 Stufen, sodass das Bild etwas monochrom gezeichnet aussieht. Dann bestätigen wir das mit OK. Dafür muss der Rechner jetzt ein wenig rechnen, erfahrungsgemäß. Anschließend werden wir gleich unsere Ebenen wieder zusammenfügen, sodass wir die gezeichneten Strukturen etwas mehr in das Bild hineinbringen. Das machen wir nun mit dem Shortcut STRGE. Werden hier die Farben rausnehmen mit dem Shortcut STRG Shift und U. Und dann gehen wir auf den Ebenenmodus weiches Licht
um nun die Strukturen etwas durchscheinen zu lassen. Man sieht, dass sich der Kontrast etwas vielleicht oder die Kanten etwas stärker zur Geltung kommen. Als nächstes werden wir diese Ebene auch wieder zusammenfügen mit dem Shortcut STRGE und anschließend werden wir eine kleine Cross-Entwicklung durchführen. Das ist die Methode, mit der man auch diesen bestimmten Street-Style erreichen kann. Das machen wir mit den Gradationskurven bzw. mit der Gradationskurven-Einstellungsebene. Hier gehen wir nun auf die rote Gradationskurve und wählen bzw. ziehen die Gerade zu einer leichten S-Kurve. Anschließend gehen wir auf die grüne Kurve, ziehen einfach in die Mitte, dass sie etwas bauchiger wird nach oben und bei der blauen Kurve wählen wir einfach eine umgedrehte bzw. ein gespiegeltes S. Die Rottöne kommen mir noch etwas zu wenig zur Geltung, deswegen werden wir das S noch ein etwas erhöhen. So, sieht doch schon ganz gut aus. Als nächstes werden wir einen Verlauf hinzufügen, das machen wir mit einer neuen Ebene. Danach gehen wir auf unser Verlaufswerkzeug und wählen dafür die Farben, die ihr haben möchtet. Ich hatte jetzt einmal die Farbe AD5E33, das ist ein leichter Rotton, und für die rechte Seite des Verlaufs habe ich einen leichten Grünton und das ist dann die Farbe 73B43A. Bestätigen das mit OK, dass unsere Farben festgelegt sind. Und nun gehen wir mit dem Verlauf von links nach rechts, sodass ein schöner Verlauf der beiden Farben entsteht. Anschließend gehen wir auf den Ebenenmodus ineinander kopieren, damit das untere Bild wieder durchkommt. Und da der Verlauf nur etwas zu stark durchkommt, gehen wir bei der Deckkraft der Ebene einfach auf ca. 30% und wir sehen, dass der Verlauf nun leicht zur Geltung kommt. Vorher, nachher. Anschließend werden wir jetzt eine Struktur hinzufügen, was das Bild erst richtig interessant macht. Dafür wählen wir einfach eine geeignete Struktur. Ich habe hier eine etwas dunklere Roststruktur, die hier ganz gut passt. Ziehen diese einfach in unser Bild hinein, transformieren diese Roststruktur bzw. skalieren sie einfach groß, gehen dann auf den Ebenenmodus, weiches Licht. Und da mir die Struktur jetzt noch nicht doll genug rauskommt, dupliziere ich einfach diese Ebene mit dem Shortcut STRGJ. Da sie jetzt wieder etwas zu stark ist, werde ich die obere Ebene etwas abschwächen, indem ich dabei auf Deckkraft 30% gehe. Anschließend, um noch etwas weitere Einstellungen vorzunehmen, werden wir jetzt unser sichtbares Bild in eine Ebene zusammenfassen. Das machen wir mit dem Shortcut STRG, Shift, Alt und E, sodass unser Bild, unser fertiges Bild, ganz oben in der Ebenenpalette erscheint. Anschließend werden wir eine Farbtonsättigungseinstellungsebene einfügen und den Farbton, in diesem Fall plus 3, und die Sättigung plus 40 wählen. So sieht das Bild natürlich sehr übersättigt aus, aber ich möchte einfach nur die Farbe der Pferdchen hier oben etwas erhöhen. Das heißt, wir gehen jetzt auf unsere Einstellungsebenenmaske, wählen die Vordergrundfarbe schwarz und füllen diese Maske mit schwarz, sodass der Effekt dieser Einstellungsebene nicht angewendet wird und wir jetzt mit der weißen Pinselspitze über die Bereiche pinseln können, die von dem Effekt betroffen sein sollen. Das heißt, wir wählen eine weiße Pinselspitze und gehen über die Teile des Bildes, die nun von der Einstellungsebene, also der Erhöhung der Sättigung, betroffen sein sollen. Das heißt, wir gehen über unsere Pferde. Und schon sind unsere Pferde etwas grüner als zuvor. Das war es eigentlich im Prinzip auch schon. Nun können wir noch einen schicken Rahmen hinzufügen, indem wir unsere Ebenen alle zusammenfügen, auf Hintergrundebene reduzieren. Dann gehen wir auf Bild, Arbeitsfläche, wählen als Größe die Pixel, als Größe Einheit die Pixel, wählen 10 Pixel, 10 Pixel, na, Höhe auch 10 Pixel und wählen als Farbe ein schönes Braun bzw. Beige aus dem Bild. Bestätige es mit OK, OK. Anschließend gehen wir nochmal auf Bild, Arbeitsfläche, wählen diesmal das Maß Zentimeter, wählen bei Breite 3 cm und bei Höhe 8 cm,
wählen die Vordergrundfarbe schwarz und bestätige es mit OK. Und wir sehen, dass wir in kürzester Zeit unser Bild aufgepeppt haben. Wir könnten jetzt noch einen kleinen Blendeneffekt hinzufügen für die Leute, die es mögen. So, zum Schluss noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich meiner Website www.hebold-fotografie.de ein neues Facelift verpasst. Wer sich das einmal anschauen möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Des Weiteren möchte ich noch einmal auf meine Facebook-Fanpage hinweisen. Diese Seite wird mittlerweile von 235 Leuten gemocht. Das heißt, es haben 235 Leute auf Gefällt mir geklickt. Dafür bedanke ich mich herzlich erstmal. Natürlich werden auf dieser Facebook-Fanpage auch die Tutorials veröffentlicht. Des Weiteren werden aber auch die Tutorials angekündigt, die demnächst kommen werden. Das heißt, ihr seid immer auf dem neuesten Stand, habt natürlich auch Mitspracherecht über die Pinnwand und könnt eure Tutorial-Vorschläge mitteilen. Und die aktuellsten Fotos findet ihr natürlich immer in meinem Foto-Community-Profil, die dann regelmäßig dann aktualisiert werden. So, da bleibt mir nichts mehr übrig zu sagen. Ich denke, bis zum nächsten Tutorial. Auf Wiederschauen.